Nee. Oh, 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 ey, so schnell kriege ich auch nicht mal die Sterne. Ja. Ja gut, jetzt haben wir nichts, ne? Jetzt ihn einsaugen können wir auch nicht. Das läuft. Ich glaube, wir werden das Ganze nochmal gleich neu starten müssen. Ja, das passiert. Hallo und herzlich willkommen hier auf Brian's Corner mit einem weiteren Video des Let's Plays zu Kirby und das Vergessene Land auf der Switch. Ja, Fergeslande, das ist jetzt das nächste Level, das wir uns hier in den isolierten Inseln anschauen können. Das werden wir auch. Ich möchte aber gerne vorher noch, ihr seht es nämlich jetzt rechts unten, ne? Wir haben 248 Fragmente bislang einsammeln können, haben eigentlich bis auf dem ersten Level haben wir auch alle Fragmente sammeln können. Und ja, zum besagten ersten Level möchte ich auch gerne nochmal gehen. Denn da möchte ich jetzt versuchen, da eben auch das letzte Fragment noch einzusammeln. Und ja, wenn ich das dann geschafft habe, schauen wir uns danach auch das letzte Level an, bevor es dann wieder zum Boss geht wahrscheinlich. Ja, aber das werde ich für euch entsprechend zusammenschneiden, dass ihr dann vielleicht nur den Ausschnitt seht, wo ich dann eventuell das letzte Fragment finde, wenn ich es denn auch finde. Ich habe jetzt nochmal in das alte Video, in dem wir ja bereits schon hier unterwegs waren, habe ich mir nochmal angeschaut und habe herausgefunden, dass wir zumindest hier in diesem Part keine Meldung erhalten haben, dass eben alle Fragmente gefunden wurden. Ja, mir ist nämlich das gleiche später auch schon mal passiert, denn nämlich hier ist kein Stern, der uns gleich, ich sag mal, irgendwo dann anders hinfliegt, nämlich eine Tür. Und den Fehler hatte ich dann schon mal gemacht, also anschließend, dass ich nicht geschaut habe, beziehungsweise ich hab's nicht verstanden, ne? Dass wir vielleicht hier dann die Meldung bekommen und wenn wir durch die Tür gehen, wir dann wirklich in einem anderen Gebiet sind. Ne? So, das heißt, wir halten jetzt hier mal Ausschau. Da haben wir's. Es müssten jetzt... Da seht ihr es eingeblendet. Wir haben jetzt 50 von 50. Hat sich also in diesem Block versteckt, das letzte Fragment der Schlawiner. Ja. Das einzig Blöde ist natürlich, man muss das Level jetzt beenden. Das heißt, wir müssen jetzt dennoch durch das komplette Level. Aber hierfür gibt es ja beim Schneiden eine tolle Vorspulfunktion, die ich genau jetzt einsetzen lassen werde. Ja, da haben wir es geschafft. So, jetzt sammeln die wieder ein. Die haben wir ja bereits schon gehabt, ne? Ich bin mir einfach nicht ganz sicher, ob ich jetzt das Level zwischendrin einfach beenden konnte. Und der somit dann auch das letzte Fragment, ja, hinzuzählt. So, gehen wir auf Nummer sicher, ne? Jetzt haben wir 50 von 50. Also auch alle Fragmente gefunden. So, und jetzt gehen wir natürlich, wie vorhin schon gesagt, in das, ja, letzte Level. Bevor es dann natürlich anschließend
wieder zum Boss geht. So, und ihr seht ja auch rechts unten, ne? 249 Fragmente haben wir. Es fehlt wahrscheinlich jetzt nur noch eins, also ne, 250 müsste man haben, um dann auch wirklich zum Endboss zu kommen. So, denn hier gibt es 51 Fragmente. Ne? Das heißt, wenn wir die alle vollzählig dann auch einsammeln, sind wir bei 300 glatt. Und ja, gehen wir mal rein. So, hier muss ich schon dran denken und auch aufpassen, dass ja hier in dem Part teilweise ja so Ebenen waren, die ja untergehen. Ne? Das heißt, man muss da entsprechend schnell agieren, weil sonst sind dann vielleicht Fragmente dann auch einfach weg, ne? Die man wirklich nicht mehr sich schnappen kann. Okay, hier sieht es, glaube ich, auch schon ein bisschen anders aus als im Level. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier mit dem Wirbel von Plattform zu Plattform hangeln. So, da haben wir jetzt schon das erste Fragment. Okay, links hinten ist das nächste. Das nehmen wir natürlich mit. Oh, Vorsicht, das ist heiß. So, da ist auch schon das nächste Fragment. Das müssen wir natürlich jetzt ein bisschen timen. Ja, aber auch das bekommen wir natürlich hin, ne? Okay, da ist noch eins. Ja, perfekt. Perfekt. Okay. So, ist hier noch was versteckt? Ist eigentlich irgendwas, wenn wir hier die Fackeln löschen? Okay. So, hier rechts ist noch eins. So, und jetzt zeigen die Münzen hier runter, ne? Ich kann mir denken, dass wir vielleicht... Ah, sehr gut. Jetzt mal schauen, ob wir die Meldung behalten. Ja, perfekt. Oh, okay. Gehen wir wieder zurück, natürlich. Ja, jetzt können wir natürlich auch wieder durch die Tür. Ne, das, was ich jetzt zuvor in zwei Level ja schon ja, verpeilt habe, ne? Dass die Tür auch quasi der Stern sein kann, der einen ins nächste Gebiet bringt. Warum ich nicht damals schon irgendwie drauf gekommen bin, fragt mich nicht. Oh, der schießt dreimal. Sehr gut. So, schnell rüber. Okay, nächste Fragment haben wir eingesammelt. Okay, so. Naja, ja, ja. Oh ja, Leute, da ist er wieder. Da zögern wir keine Sekunde. Das Drachenfeuer müssen wir mitnehmen. Jetzt müssen wir schauen, da oben sind nochmal die Blöcke, ne? Die müssten wir irgendwie wegbekommen. Aber wie? Mal kurz schauen, ob hier um die Ecke. Ja. Das sind auf jeden Fall die Fragmente. Aber hier oben? Ich kann mich noch im Level dran erinnern, dass wir hier aber auch irgendwas hatten. Was ist denn hier? Ah, okay. Aber damit haben wir noch nicht den einen Bereich vorne freigemacht, oder? Da müssen wir jetzt nochmal nachschauen. Ach, da unten! Schaut mal an. Oh, jetzt hängen wir da fest. Das ist nicht gut. So, 13 von 51. Wir gehen mal weiter. So, hier oben glänzt noch was.
Ja, dann müssen wir wahrscheinlich erst hier drauf, ne? Lecker Bratwurstbrötchen. So, hier erstmal, ne? Rechts abchecken. Okay, da ist noch eine Dose. Nee, irgendwas haben wir wohl verpasst. Ach nee, der hat doch noch einen. Reicht trotzdem nicht. Schade. Okay, das heißt, wir müssen uns nochmal umschauen. Wo könnte denn sich noch ein Fragment oder vielleicht auch drei verstecken? So, da oben haben wir alles eingesammelt. Hier vielleicht noch was? Nee. Eieiei. Ist hier... Naja. Haben wir hier irgendwas übersehen? Das kann doch nicht sein. Okay. Gehen wir nochmal hoch. Sind vielleicht hier oben was? Na. Mensch, das ist ja jetzt wieder eine harte Nuss, ne? Moment mal, ist eine Leiter. Oh, ernsthaft. Immer noch nicht alle. Ist das euer Ernst? Ist hier vielleicht irgendwas? Ei. So, hier waren wir eben schon. Ist hier vielleicht noch irgendwie so ein versteckten Gang? So, da unten waren wir eben schon, ne? Da kommen wir ja dann in den Raum hier drunter, da waren ja auch drei Fragmente. Hier ist nichts mehr, ne? Boah, ey. Ach, da ist noch eins. Oh, Kinders. Augen auf, ne? Augen auf im Straßenverkehr. Ich kann es immer wieder nur wiederholen. Okay. Wie viel haben wir jetzt? 16 von 51. So, hier die Laufbänder, die haben jetzt ordentlich Tempo. Okay. So, da links in der Ecke ist das nächste Fragment. Das machen wir am besten so, ne? Wir gehen erst hier rüber. So, und dann ganz schnell zurück. So, hier ist ein Schalter. Da können wir dann bestimmt das Tor öffnen. Nach vorne. Erstmal nehmen wir hier alles mit. Ah, okay. Ich glaube, wir brauchen die Bomben, ne? Schafft er das? So, wenn wir die nächste hinschmeißen. Ja, sehr gut.
Genau das war der Plan. So, immer mal checken, ob wir vielleicht hier unten auch noch irgendwas haben. Hier zum Beispiel. Ah, sieht nicht so aus. So, schnell hier durch. Oh, hier. Dann gehen wir erstmal wieder zurück, bevor wir hier noch platt gestampft werden. Ah, da ist schon die nächste Tür, ne? Aber hier rechts ist ja auch noch ein Raum. Zumindest war das in dem Level zuvor so. Ich denke mal, dass wir jetzt hier so durchkommen, ne? Sehr gut. So, da oben. Genau, also da oben war auf jeden Fall ja noch ein Raum. Und da sind jetzt dann auch beispielsweise die drei Fragmente platziert, ne? So, mal gucken, ob wir jetzt alle haben. Ja. Oh Mann, ist das schön. Okay, wir können also jetzt in den nächsten Raum gehen. Müssen wir jetzt hier wieder kämpfen. Jetzt schon? Oh. Okay. So, lass mich raten, gleich kommt bestimmt auch nochmal ein Tazandra, oder? Okay. Was war's? Oh, jetzt müssen wir natürlich wieder mit der Achterbahn fahren. Erstmal gehen wir hier hoch, ne? Okay. Ja, ich will gerade noch mal kurz prüfen, ob hier links unten sich nichts versteckt. Ja, okay, alles klar. Ich habe nichts gesagt. Ich nehme alles zurück. So, dann zumindest nochmal. Nein, nicht das. Oh. Okay. Ich glaube, jetzt können wir auch mit bestem Gewissen weitergehen. Oder? Oder? Moment mal. Ja. Die Münzen nehmen wir aber noch mit. Ach, ne, okay, hier ist nichts mehr. Okay, dann fahren wir noch eine Runde mit der Achterbahn. Geil, geil, geil. So, hier müssen wir diese grünen Fragmente wieder catchen. Okay, okay, okay. Sehr gut, Brian. Richtig gut gemacht. Boah, ich... Ist mir alles viel zu schnell. So, Nummer 4. Und sag mir bitte, dass da gleich Nummer 5 kommt. Danke. Kann sein, ich wollte es gerade gesagt haben, wir werden wahrscheinlich nicht alle haben. Ich habe jetzt noch die Hoffnung, dass hier hinten rechts, hier waren wir nämlich auch schon mal drin. Ja, so und jetzt bitte, komm. Yes. Oh, Moment. Wahrscheinlich Münzen, ne? Ja. Nehmen wir gerne mit. So, wie viele Fragmente haben wir denn inzwischen? 35? Heißt?
haben wir jetzt noch ein Level. Und dann geht's zum Boss. Wir werden's sehen. Aber ist das nicht schon die Treppe zum... Nee. Also die Plattform. Nee, scheinbar nicht. Hier stopfen wir uns erstmal wieder mit Wasser voll. Der Schwert Obian. Machen wir erstmal hier alles sauber. Sehr gut. Das ging doch jetzt recht einfach, oder? So, hier einmal reingesprungen. Hm? Sehr gut. Ja, ich glaube, wir bekommen jetzt nochmal alle Gegenstände, ne, die wir uns packen können. Na. Zack, auf Wiedersehen. So, da oben rechts, ne? Ich wollte es gerade gesagt haben. Sicherlich können wir uns jetzt auch nochmal irgendwo hier reinsetzen. Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, hier ist der Getränkeautomat da. Kurz nochmal eben abchecken, nicht, dass ich hier vielleicht noch irgendwas platziert haben, was man sonst jetzt überspringen könnte. Scheint wohl nicht zu sein. Also gehen wir weiter. So, den haben wir schon mal direkt platt gemacht, ne? Ederina. Mit dir machen wir aber auch einen kurzen Prozess, würde ich sagen. So. Und jetzt mal schauen, wo wir den Automaten rein... Ach, da. Okay. Können wir jetzt direkt da reinspringen oder müssen wir erst hoch? Ja, wir müssen erst hochfahren, ne? Dann versuchen wir hier im richtigen Augenblick runterzuspringen. Das hat schon mal nicht funktioniert. So, bereithalten zum Absprung. Sehr gut. Ah, okay, jetzt können wir uns dann nach oben teleportieren. So, was hätten wir? Wir hätten jetzt das Auto noch am Start sonst, oder? Hä? Dafür brauchen wir auf jeden Fall den Kegel. Aha. Zack, weg mit dir. Ja. Hast du nicht mit gerechnet, ne, Kollege? So, kommt jetzt der Kegel? Ah, sehr gut. So, rein da. Zack. Okay. Yes. Wollte schon gerade gefragt haben. Ja, 46 von 51. Heißt also, wir spucken den Kegel wieder aus. Ja, und dann geht's zum nächsten Boss. So wird es sein. So ist es auch.
Okay. So, erstmal. Erstmal versuchen, den irgendwie in Flammen. Oder ihn anzustecken. Ihn zu verbrennen. Ja. Ja. So, er kommt nochmal. Ja. Nein, was mache ich? Das mit den Farben, ne? Das ist aber auch hart gewöhnungsbedürftig, ne? Also ist ja nicht so, dass wir schon die letzten Level damit zu tun haben, ne? Aber hier diese Neonfarben. Eieieiei. Achso, der geht da vorne hin. Okay. Nein. Komm, nicht getroffen. Das ist doch ein Scherz. Ist auch hier wieder die Frage, ne, ob es Sinn macht, sich die Sterne zu nehmen. Ne? Da kann man nämlich schön aus der Entfernung kann man agieren. So, er setzt nochmal zum großen Sprung an. Ach komm. Jetzt hängt er da und ich kriege ihn nicht getroffen. Ach, Leute. So, wir lassen jetzt mal. Komm, ey. Hol mal Luft. Das ist doch ein Scherz. Also ich glaube immer noch mit den Sternen. Den Sternen fährt man echt am besten. Jetzt wieder da vorne hin, oder? Ich kann das nicht einschätzen. Nee. Oh, 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 ey, so schnell kriege ich auch nicht mal die Sterne. Ja. Ja gut, jetzt haben wir nichts, ne? Jetzt ihn einsaugen können wir auch nicht. Hm? Das läuft. Ich glaube, wir werden das Ganze nochmal gleich neu starten müssen. Ja, da ist passiert. Sechs Stunden später. Komm, 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 jetzt, komm, jetzt. Oh Mann, ey. Ich sag mal so, wenn man die Sache auch richtig angeht, ne, dann ist das kein Problem. Wenn man jedoch so ungeduldig ist wie ich, ja, dann ist das sehr wohl ein Problem. Einfach ein bisschen entspannter an die Sache rangehen, ein bisschen mit Taktik, ne, immer mal schauen, was der Gegner macht. Ach Mensch. Und dafür brauche ich wieder 5 Versuche, um das zu checken, ne? Ja. Wir haben alle 51 Fragmente gesammelt. Damit müssen wir jetzt dann auch bei 300 stehen. So, Illusion, Erzfeind, König, DDD, Phantom. Dieses DDD-Double wurde aus mächtiger psychischer Energie erschaffen und basiert auf Erinnerung des Königs, der von EIDF86 manipuliert wurde und auf Leopolds Befehl Elfenin gefangen nahm. Es besitzt keinerlei Erinnerungen an frühere Abenteuer mit Kirby und ist nicht mehr als eine seelenlose Hülle. Ja. Mensch, 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 was war das jetzt wieder für eine schwere Geburt hier? So, 51. Oh, das ist vergoldet, schon das Ganze. Ja, wir haben 300 gesammelt. Mehr geht nicht, offensichtlich. Ja.
Ja, du hast alle Fragmente von Leos Seele gesammelt. Als Beweis für deinen Mut erhältst du eine besondere Sammelfigur. Jetzt bin ich gespannt. Ui. Leo und Sandra. Einst herrschte dieses Duo gemeinsam über das Tierreich, bis Leo ID F86 begegnete und plötzlich eine Sprache nutzte, die Sandra nicht verstand. Also kein Miauen. Obwohl er das Bestienrudel gründete, verlor sie nicht den Glauben an ihm, sondern nahm eine neue Identität an und blieb an seiner Seite. Ja, jetzt können wir dann auch in das wirklich allerletzte Level gehen. Die gesammelten Fragmente von Leos Seele leuchten immer heller, je mehr du dich in ihren Besitzer näherst. Aha. Du kannst Leopolds Präsenz auf dieser vergessenen, isolierten Insel spüren. Beeil dich und hilf ihm. Ja. Das werden wir natürlich machen, aber natürlich im nächsten Video. Ne? Das habt ihr euch jetzt sicherlich auch denken können. Also wir platzieren uns zumindest schon mal. Ja, im nächsten Video geht es dann auch hier mit dem Level weiter. Mal schauen, wie lange ich denn da wirklich auch für brauche. Jetzt eben hat es dann doch wieder auch verhältnismäßig lange gebraucht, um den Boss zu besiegen. Naja, Daumen gedrückt, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht. Wir werden es auf jeden Fall sehen, dass im nächsten Video, wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Wenn ihr einmal den Gefällt-mir-Button drückt, wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos hier verpassen wollt, abonniert auch gerne den Kanal. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.